Meine sehr geehrten Damen und Herren, der entsetzliche Mord an der Freiburger Medizinstudentin bewegt derzeit ganz Deutschland. Der mutmaßliche Täter war erst 2015 mit der großen Flüchtlingswelle durch die offenen Grenzen nach Deutschland eingereist. Nun kommen immer mehr Details ans Licht, die das Versagen von Deutschland und Europa im Falle von diesem vermutlichen Täter sehr deutlich zeigen. Laut Recherchen des Stern ist er bereits im Jahr 2013 oder sogar noch früher nach Griechenland eingereist. Bereits in Griechenland überfiel er 2013 eine Studentin und stieß sie anschließend von einer Steilküste. Für diese Tat wurde er in Griechenland zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Schon damals gab er an, 17 Jahre alt zu sein. Wie konnte er bereits 2015 nach Deutschland weiterreisen? Dieser Vorgang zeigt einmal mehr, dass die innere Sicherheit nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa von den Staaten nicht ernst genommen wird. Für was ermittelt die Polizei Täter, wenn diese anschließend milde Strafen bekommen, die noch nicht einmal vollstreckt werden? Für mich ist schon dies ein handfester Skandal. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich dieser Migrant in Deutschland angekommen, eine neue Identität zulegte und auch falsche Angaben zu seinem Alter machte. Er wurde dann als angeblich minderjähriger 16-Jähriger ohne Papiere als besonders schutzbedürftig eingestuft. Er kam nach Freiburg zu einer afghanischen Pflegefamilie. Die Unterbringung und Versorgung kostet das Landratsamt dort und damit den Steuerzahler insgesamt sage und schreibe 4.000 Euro, wohlgemerkt pro Monat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier muss auch über Verantwortlichkeiten gesprochen werden. Warum konnte er ungehindert nach Deutschland weiterreisen? Warum wurde er nicht bereits von Griechenland aus abgeschoben? Warum wurde sein Alter nicht richtig überprüft? Eine ganze Verkettung von Versagen hat dazu geführt, dass der vorbestrafte Gewalttäter nach Deutschland einreisen und hier leben konnte. Und so traf er auf sein letztes Opfer. Ein schrecklicher Fall, der endlich die Augen öffnen muss. Die Naivität im Umgang mit der Flüchtlingswelle und mit allen Straftätern muss endlich ein Ende finden. Dafür setze ich mich für Sie mit den liberal-konservativen Reformern ein. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.